Mein Name ist Sascha, ich bin 47 Jahre alt, von Beruf IT-Administrator und wohne mit meiner Familie in Mönchengladbach. Ich habe mich sehr müde und sehr abgeschlagen gefühlt. Ich hatte Konzentrationsprobleme, ich hatte mit Kopfschmerzen zu kämpfen. Ich bin sehr gereizt gewesen. Wir haben nicht mehr so viele Dinge unternommen. Meiner Frau ist aufgefallen, dass ich Atemaussetzer während des Schlafes gehabt habe, dass ich sehr, sehr stark schnarche und getrennte Schlafzimmer angedroht. Das war dann der Punkt, wo ich gesagt habe, ich muss halt was tun. Die Ängste waren das größere Übel. Was, wenn ich so tief schlafe, weil ich selber so müde bin und das nicht mitbekomme? Ich bin dann in ein Schlaflabor überwiesen worden. Anschließend bekam ich die Diagnose, dass ich unter Schlafapnoe leide. Nach meiner Diagnose bekam ich eine CPAP-Maske. Es ist nicht schön, es ist unangenehm. Für gewöhnlich bewegt man sich im Schlaf. Man ist aber blockiert, da man einen Schlauch mit im Bett liegen hat. Man musste sich immer voneinander drehen, das will man aber eigentlich gar nicht. Ich habe mich nach Alternativen umgeschaut, habe diesbezüglich auch einen lokalen Schlafapnoe-Verein gefunden, die mich sofort inspiriert hat, Kontakt zu Inspire aufzunehmen. Die Inspire-Therapie besteht aus drei Komponenten. Ein Generator, der im Schulter-Schlüsselbein-Bereich sitzt, ein Atemsensor und die Elektrode am Zungennerv. Die Elektrode sorgt dafür, dass die Zunge entsprechend stimuliert wird und immer wieder bei der Atmung nach vorne geschoben wird, damit die Zunge entsprechend nicht nach hinten fallen kann und den Atemweg verschließen kann. Ich bin ca. 4 Tage im Krankenhaus gewesen. Das war sehr problemlos, sehr schmerzfrei. Ich drücke den Knopf, es wird einmal stimuliert. Während des Schlafens spüre ich keine Stimulation. Ich würde die Inspire-Therapie definitiv allen Menschen weiterempfehlen. Es ist einfach viel besser, wie ständig mürrisch durch die Gegend zu gehen, wie ständig mit Stimmungsschwankungen zu kämpfen, ständig nach einem anderen Bett zu suchen. Das ist alles seit Inspire kein Thema mehr. Na? Sehr viel hat sich verbessert. Es ist jetzt alles viel lebenswerter geworden.